Hallo Leute, Neues von Ola. Ja, CMT 2024 in Stuttgart. Und dieses Mal sind wir 2 Tage da. Ja, wir wollen uns nämlich informieren zu Neuigkeiten, zu Wohnmobil, Outdoor, Camping, Zubehör etc. etc. Ja, und heute haben wir den Fokus mehr oder weniger auf Wohnmobile, Campingfahrzeuge, Wohnwege. Und morgen wollen wir dann auf Zubehörthema eingehen und auch zum Thema Wandern und Outdoor-Aktivitäten. Interessiert uns natürlich brennend, also ideal. Hier ist so eine Messe. Und ja, und falls jemand heute noch Fragen hat, ne, weil Marit wird versuchen, heute noch zu posten. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben. Morgen sind wir auch da und dann können wir für euch schauen. Genau, also so gut es geht, werden wir dann die Frage beantworten. Ja, und nicht vergessen, Nola Outdoor zu abonnieren, wenn euch das Video gefällt. Und am besten die Glocke markieren und aktivieren, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video. Ja, dann. Punkt. Viel Spaß mit dem Video. Campinganhänger für Fahrrad, für die nächste Europa-Tour. Sehr spannend, muss ich sagen. Wir gehen jetzt erstmal die Treppe hoch und verschaffen uns mal einen kleinen Einblick über die Halle. Was hast du da gefunden? Ich habe da was gefunden. Und was? Da blitzt was durch. Challenger. Das erinnert mich an unseren Jelly. Auch ein sehr interessanter Grundriss hier, was mir halt hier super gefällt, ist so ein Wohnwagen. Diese riesengroße Fläche, diese Sitzecke hier. Oh, das ist also so ein kuscheliges Wohnzimmer. Und hat auch natürlich hier sehr, sehr viel Stauraum. Mal reingucken. Das sieht schon mal groß aus hier. Und man hat hier relativ viel Bewegungsspielraum. Ja, da kann man wirklich nichts sagen. In so einem Wohnwagen ist halt ja immens viel Platz oder auch ja ein tolles Raumgefühl, muss ich sagen. Schön. Schön. Amor, Gardini Viso wollte ich für unsere, okay? Okay, dann müssen wir mal gucken. Ja. Was sieht aber schön kürzer, aus? Aber kürzer, ne? Kürzer? Kürzer. Ja, und so. Ja, Wohnwege sind sicher ein interessantes Thema. Vor allen Dingen ein sehr schönes Raumgefühl, aber sagen wir, für unser Empfinden halt eher, ja, man kann auch natürlich mal da 2 Tage, mal da 2 Tage, aber man hat ja doch mit dem Auto zusammen gespannt von roundabout oder mindestens 10 Meter. Und mit dem Wohnmobil ist halt gefühlt einfacher bzw. flexibler. So, jetzt kommen wir zu Challenger. Unser Modell oder bzw. unsere Marke. Ja, hier ist der Challenger 337 GA, das 24er Modell, wir haben das 320er Modell. Können wir mal reingucken und schauen. Der ist hier auch auf Ford-Basis, Automatik, so wie unseren. Aber eine detaillierte Führung mache ich ja mit unserem Auto. Amor, was hältst du davon, sowas als Zweitfahrzeug? Wäre nicht schlecht, oder? Ja, für kürzere Reisen. Oh, guck mal, da ist einer mit 5 Personen. Zulassung, Amor. Mmh. Homeoffice. Was ein Schreibtisch schon drin, guck mal, das ist ja genial. Ja, das ist schon schön. So, da haben wir sogar einen Prototyp von Challenger. Neues Modell. Auch auf Ford-Basis. Das sieht schön aus. Auch diese Variante mit diesem drehbaren Tisch finde ich sehr interessant. Sehr gut. Und längs bitte, das ist super. Zwar etwas weniger
Ablagefläche oder ja, Regale, Böden, wie auch immer. Aber trotzdem schönes Fahrzeug. Oh, das sieht aber mal wow. Super aus hier. Guck mal. In Salzbett. Ja, auch ein schön großes Hubbett hier. Das ist halt ja, bei so einem voll integrierten definitiv ein riesengroßes Raumgefühl. Mhm. Und hier die Face-to-Face-Sitzgruppe. Mhm. Genial. Und sieht auch edel aus. Also ein bisschen Kunstleder vermutlich. Kann jetzt nicht sagen, ob Echtleder oder Kunstleder. Aber es sieht schon edel aus. Ja, das sind schon schöne Fahrzeuge hier. Also definitiv, es lohnt sich mal auf die CMT zu kommen. Und wenn man Interesse hat, ein bisschen am Camping, da geht einem das Herz auf. So ein Moveo war bei uns auch ein bisschen in der engeren Auswahl. Das sind auch schöne Fahrzeuge. Aber wir haben schließlich schon dann für Challenger entschieden. Da waren wir bisher noch gar nicht drin, großartiger Mohr. Euromobil. Euromobil, ja. Können wir das machen? Können wir mal gucken. Das ist natürlich hier auch ein komplett anderes Raumgefühl. Eine riesengroße Sitzgrube. Und ja, das ist aber schön. Ja, mit Sicherheit auch als Bett vielleicht umbaubar. Und auch der Alkoven. Ja, das ist ja... Das ist aber schön, diese Kiste. Schon gefühlt extrem viel Platz hier und auch schön Licht durchflutet durch die rechts- und linksfenster und oben Fenster. Und natürlich wahnsinnig viel Ablagefläche und Schränke. Kleine Schrank. Und die Toilette? Achte mal einmal. Toilette, bitteschön. Ist auch sehr geräumig. Sehr und auch schön. Die Dusche hier. Ja, auch die Küchenzeile sieht schön aus mit dieser abgerundeten Form hier. Genau, sieht ja. Ähnlich edel aus, auch ein großes Waschbecken. Und so wie es aussieht, ein Drei-Flammen-Kochfeld. Ja, was nicht unbedingt benötigt wird, aber sehr viele Schubladen, Ablagefläche. Also, schöner Grundriss, muss ich sagen. Da ist der Stand von Foster. Da waren wir letztes Jahr auch. Wir haben uns mal die Fahrzeuge angeschaut. Mal reingucken, ob es da was Neues gibt. Nahezu jeder Händler bietet ja, die ganze Palette an Modelle an. Ob das teilintegrierte, vollintegrierte ist oder Camper, Kastenwagen. Also da hat jeder quasi alles anzubieten. Aber auch eine schöne Sitzgruppe. Also so eine kleine L-Sitzgruppe, schön großer Tisch, das finde ich mal sehr gut. Und das Fahrzeug hier in dem Fall hat auch ein Hubbett. Großer Kühlschrank. Und Dusche und Toilette getrennt. Jo, auch eine große Spielwiese, offensichtlich. Kann man auch sehr schön Raumbad machen. Von der Raumaufteilung bei dieser Forster ist so vergleichbar wie unseren, so ähnlich wie unser. Auf alle Fälle ist das Auto sehr, sehr hell. Ich habe durch die Sitzbezüge. Ich habe letztes Jahr gar nicht gesehen, dass es Benimar gibt. Genau, Benimar hatten wir letztes Jahr auf dem Messe auch nicht. Also nicht übersehen, aber nicht auf dem Schirm. Das ist aber schön. Aber schön, das Bild, ja. Na? Und auch die
Bad auch teilen. Möchtest du da rein? Ja, ja, möchte mal gucken. Also sieht schon geräumig aus. Kann man natürlich aufklappen hier. Ich habe schon eine geräumige Dusche hier. Und das Schöne ist hier, diese Ablagefächer finde ich natürlich gut für Duschzeug etc. Also eine schöne Lösung hier, muss ich schon sagen. So, und hier sind wir bei LMC. Die Marke, wo wir ja im Oktober letzten Jahres ein Modell geliehen hatten für unseren Herbsturlaub und haben festgestellt, zwei, drei Sachen, die uns ja nicht ganz für uns waren, aber nichtsdestotrotz schöne Modelle. Ein Prototyp von Bürst, ne? Ja, unter 6 Meter das Fahrzeug. Also von der Stehhöhe schon gut. Das Fahrzeug ist auf Ford-Basis, Automatik. Also schon dahingehend interessant. Allerdings keine Längsbitten, sondern Querbitten. Aber schön gehalten. So, Toilette. Die Einrichtung. Toilette und Dusche. Auch geräumig. So, jetzt gehen wir noch mal hoch, uns etwas neu orientieren. Gefühlt sind wir gerade lost. Aber ja, es ist echt massiv hier, was es an Fahrzeuge gibt. Und man sieht auch wirklich, der Trend geht wirklich immer noch zu Camper oder zu Vans. Also für unser Empfinden. So, Halle 1 haben wir mal etwas durch. Jetzt sind wir hier im Außenbereich und da sind auch wie letztes Jahr viele Themen zu Dachzelte für Fahrzeuge. Also die Camper-Fans, die in der Richtung unterwegs sind, ja, die finden da mit Sicherheit auch ihre Möglichkeiten zu allen Preisklassen. So, jetzt müssen wir erst natürlich mal wieder den Magen befüllen und sind hier im Restaurant, im Bordrestaurant. Hier sind die Mini-Anhänger ausgestellt, so kleine Camping-Anhänger. Mini-Wohnwagen. Mini-Wohnwagen. Das ist aber kuscheliger. Ja. Sehr, sehr kuschelig. Das ist natürlich auch super für Personen, die etwas eingeschränkt sind, mobil eingeschränkt sind. Das ist so ein kleiner Aufzug. Das ist natürlich super und dementsprechend auch der Raum angepasst. Ja, sehr interessante Möglichkeiten gibt es hier, muss ich schon sagen. Wohl auch gleich mit diesen Schuhkisten eingerichtet. Oben zum Bett hoch und ein kleines Vorzelt, die Küche. Also echt eine interessante Idee, oder? Ich muss schon sagen, interessante Ideen gibt es da für diese ja, Kleinstwohnwagen oder ja, Campingfahrzeuge. Wohnklo mit Kochnisch und mehr oder weniger. Aber doch sehr innovativ, muss ich schon sagen. Guck mal. Da gibt es auch Aufbauten für so Pickups. Ist auch eine interessante Variante. Ein Aufbau. Also ein Aufbau von innen anschauen. Ja, ganz so verkehrt sieht es nicht aus. Man hat eine schöne Liegefläche. Kann schön zu zweit sitzen. Am Küchezeile. Dusche und Toilette zusammen. Ganz so schlecht ist nicht. Oh, das ist aber massiv. Sehr groß hier. Wow! Auch um ja, große Alkove.
Da muss ich zumindest nicht den Kopf anstoßen. Kann, guck mal, wird hier hochgeklappt am Ohr. Dann hätte ich mit meinem Schädel wieder keine Probleme. Und. So. Ja, zwei Einzelbitte. Das ist ein schöner Grundriss am Ohr. Ja. Und auch Toilette und Dusche getrennt. Aber auch geräumig, muss ich sagen. Die haben interessante Grundrisse hier, diese Firma Dynamic XGO. Ja, XGO, alle Fahrzeuge, die wir hier gesehen haben, mit Alkoven. Sehr, sehr, sehr großzügig. Dann wollen wir es morgen, oder? Großes Raumgefühl. Auch Dusche und Toilette getrennt. Aber eine gehobene Preisklasse. Rund 130.000 das Teil hier. Sogar ein kleiner Herd. Also wir haben den Eindruck, dass hier auf der Messe dieses Jahr wesentlich mehr Camper zur Auswahl sind. Also es ist echt in jeder Halle, also wir waren bisher in Halle 1 und 3, aber so viele Modelle, Camper, Kastenwagen, Wahnsinn. Ja, falls ihr hier auch die CMT-Messe besucht, mich würde mal euren Eindruck interessieren, ob ja, ihr auch das Empfinden habt, dass da viel mehr an Camper und Vans ausgestellt werden. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare unten reinschreiben, ob ihr ja, das auch so seht hier. Ja, hier auf der Messe kann man wieder, oder sollte man viel Zeit mitbringen oder sich speziell auf ein Thema einschießen und darüber informieren oder halt die Wochentage nutzen. Es sind so viele Möglichkeiten in diesem Bereich, was Campingfahrzeuge betrifft, Wohnwagen, Vans, teilintegrierte, vollintegrierte, mit Alkoven etc. etc. Also, es ist schon wer Interesse hat an Camping und möchte in der Richtung sich was aneignen, was kaufen, also der wird hier definitiv fündig. Jo, ein bekanntes Paar in der Szene, Iris und Uwe. Von Iris und Uwes Womo-Welt. Ja, wir waren eben auf ein kurzes Meet and Greet bei Iris und Uwe von Iris und Uwes Womo-Welt. Also wir sind sehr, sehr nette Menschen, echt klasse, super. Da gibt es viele Anbieter mit unterschiedlichen Konzepten und für Kauf- oder Mietfahrzeuge. Das sieht man schon sehr schön aus. Also da hat Detlefs schon was gemacht. Schöne Face-to-Face-Sitzgruppe. Und anscheinend hat jemand geschlafen. Nein, Schatz beiseite. Kingsize-Bett. Sieht schön aus, wirklich. Aber vom Grundriss her bekannt. Und nur ein 24er Modell. Nichtsdestotrotz sieht er wirklich schön aus. Yokka. Und hier ist der neue Yokka Go. In der Aufklappbar mit Vorzelt. Das ist ja mal eine interessante Variante oder Lösung. Ist das ein Vans oder was? Ja. Der neue Yokka Go. Mal gucken, man hat vier Einzelsitze. Gefällt mir sehr gut. Watch mal, zwei Tritte das. Ja. Hier ist ja so viel Platz, sage ich mal. Dass man sich so einen Alpha-Pot reinsteckt. Das ist auch von Detlefs. Der neue Alpha. Zur zweiten. Das ist sehr großzügig hier.
Das ist halt ein tolles Bett. Das ist, ja. Aber ist bestimmt zu sitzen da unten ist komisch für dich, ja? Ja, aber ich weiß nicht, wie man da rein und raus kommt. Achso, das ist nicht genau. Ja, aber guck mal, die Dusche. Oh. Wie groß die ist hier. Das ist schon cool, ne? Ja. Toilette. Ja, ein riesengroßes Raumbad hier. No, das ist sehr cool. Boah. Das Gefühl. Das ist ja echt gigantisch hier. Und die Küche, wie schön die gemacht ist mit dieser, auch dieser Konkave, also diese Rundung. Ja, schon Wahnsinn hier. Das ist schon, edel. Ne? Alle geht. Hier auch, die Sitzecke. Phänomenal. Ja, schon gigantisch. Ich habe schon ein anderes Kaliber hier, diese Fahrzeuge. Also definitiv, da hat man ein Haus auf Rädern und dementsprechend sind auch die Preise. Also das sind auch mal rucki zucki 400.000 Euro ins Land gegangen. Ja. Ja, Lieben, das war's für heute, unseren Rundgang. Erster Tag auf der CMT. Und ich muss sagen, auch wie letztes Jahr, sehr, sehr viel los. Man ist der Schlager von den Informationen. Wenn man nicht gerade bewusst auf ein Thema, auf ein Wohnmobil oder auf ein Produkt irgendwie zugeht, also ja, unheimlich viel los. Von unserem Gefühl her, Neuerungen gegenüber dem letzten Jahr. Nicht so viel. Nicht so viel. Es gab bei Detlefs 2-3 neue Modelle. Also für uns Empfinder, ja, 24 Modelle. Toll, wirklich superklasse. Ein paar tolle Idee, was wir gesehen haben, so bezüglich diesem kleinen Campingwagen, welche Möglichkeiten das da gibt. Und ja, natürlich halt tolle Fahrzeuge. Ob das Wohnmobile sind, Teilgeräte, Folgegeräte, was auch immer. Also da ist schon viel, viel geboten. Ja, was Spezielles haben wir heute nicht. Einfach mal so einen groben Überblick. Ein paar Modelle haben wir ja in diesem Video gehabt. Und wir werden morgen nochmal hier sein. Und wenn ihr irgendwelche Ideen oder Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. So gut es uns möglich ist, werden wir morgen dann ja, versuchen, die Frage zu klären, wenn wir hier nochmal sind. Ja, und morgen geht es bei uns hauptsächlich um Zubehörsache. Also wir wollen ja auch mal schauen, welche Themen für unser Wohnmobil interessant ist oder welche Zubehördinge für uns interessant ist, für unser Wohnmobil. Und ja. Thema vom Wandern. Genau, und auch das Thema Wandern wird morgen kommen, also Autoaktivitäten, ob das im Inland oder im Ausland oder Fernreise sind. Thema interessiert uns natürlich auch und da wollen wir uns auch etwas informieren. Und darüber wird es dann auch ein Video geben. Wenn euch das Video gefallen hat, über jeden Daumen freuen wir uns und vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr nichts. Das war's für heute, euer Nola und Nibia. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.